Schritt D, D3, 1. Hallo, liebe Hörer. Sie haben Radio Nordwest eingeschaltet. Es ist 11.48 Uhr und wir machen weiter mit unserer Aktion Menschen helfen Menschen. Es geht um Mitbürger, die nicht nur von Nächstenliebe reden, sondern sie auch wirklich praktizieren. Kennen Sie eine solche helfende Hand? Dann rufen Sie mich an. Mein Name ist Frauke Scheich. Bis 12:30 können Sie mich erreichen unter der kostenlosen Rufnummer 0800 47 47 48. Und jetzt habe ich in der Leitung Herrn Werner aus Kloppenburg. Tag, Herr Werner. Ja, guten Tag, Frau Scheich. Herr Werner, erzählen Sie einfach, wer ist Ihre gute Seele? Ja, also, die Dame heißt Anna Müller und ich weiß gar nicht, ob es ihr recht ist, dass ich sie hier im Radio vorstelle. Sie ist nämlich sehr bescheiden. Aber ich denke, für so viel gute Taten muss man schon auch mal öffentlich gelobt werden, nicht? Jetzt bin ich aber gespannt. Was macht Frau Müller denn? Ja, also, sie kocht für Obdachlose und Sozialhilfeempfänger. Für Leute, die eben sehr knapp bei Kasse sind, nicht? Aha. Und wie lang macht sie das schon? Tja, soweit ich weiß, geht das nun schon fast ein Jahr lang. Jeden Donnerstag. Und zwar richtig gutes Essen, wie zu Hause bei Muttern. Das hat sich in Kloppenburg sicher schnell herumgesprochen, oder? Aber hallo, ist ja auch kein Wunder, wenn Sie bedenken, ein Hauptgericht plus Nachtisch für 2,60 Euro. 2,60 Euro, das ist wirklich sehr günstig. Ja, deshalb kommen da inzwischen auch jedes Mal bis zu 30 Leute. 30 Menschen mit Essen zu versorgen, das ist schon eine tolle Leistung. Eben. Und sie macht das rein ehrenamtlich und zum Selbstkostenpreis. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass viele arme Mitbürger oft nicht mal die 2,60 Euro aufbringen können. Vor allem in der zweiten Monatshälfte, wenn das Geld so richtig knapp wird. Ja, das ist wahr. Bekommt Frau Müller da einen Zuschuss von der Stadt oder von der Kirche? Nein, nein, das möchte sie nicht. Aber sie hat eine andere Lösung gefunden. Ab Monatsmitte kocht sie Eintopfgerichte oder Aufläufe, also günstigeres Essen. Das kostet dann nur 1,60 Euro. Tja, liebe Hörer, ist es nicht erstaunlich, mit wie viel Liebe und Fantasie hier geholfen wird? Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Werner, und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, danke. Ihnen auch. Tschüss. Zwei. Menschen helfen Menschen. Hier ist Radio Nordwest und ich habe bereits die nächste Hörerin am Apparat. Grüße Sie, Frau Seeger. Hallo, Frau Scheich. Sie rufen uns aus Hatten an. Ja, und ich möchte gern einen richtigen, rettenden Engel vorstellen. Bitte, Frau Seeger, legen Sie los. Tja, also, das war letzten Winter. Mein Neffe Jens war mit ein paar Nachbarjungs zum Eislaufen am See. Und das Eis war wohl noch ein bisschen dünn. Und da ist es dann passiert. Jens ist eingebrochen. Oh je. Naja, zum Glück hatte einer von den Jungs ein Handy dabei. Aber bis die Polizei kam, war Jens schon fast am Ertrinken. So ein 8-jähriges Kind hält es ja nicht sehr lange aus im eiskalten Wasser, ne? Stellen Sie sich vor, der arme Kerl konnte nicht mal mehr nach dem Seil greifen, das ihm die Polizisten zugeworfen hatten. Schrecklich. Ja, und da ist dann der eine Polizist ins Wasser gesprungen und hat Jens so lange gehalten, bis die Feuerwehr kam und sie beide rausholte. Na Gott sei Dank. Jens konnte schon am nächsten Tag wieder nach Hause.
Aber der Polizist musste länger im Krankenhaus bleiben. Der hatte eine schlimme Unterkühlung. Wissen Sie denn auch den Namen dieses Polizisten, Frau Seeger? Ja, das war der Herr Hauptwachtmeister Bahlmann. Dem möchte ich auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich danken. Na, vielleicht hört Herr Bahlmann gerade zu. Dann wäre Ihr Dankeschön jetzt schon bei ihm. Ja, das würde mich freuen. Unser Dank geht an Sie, Frau Seeger, für diesen tollen Beitrag. Bitteschön. Tschüss.